10% Land, 90% Himmel. So sieht Lutz Seiler diese Ostseeinsel. Hiddensee war schon immer ein Sehnsuchtsland gewesen. Zu DDR-Zeiten eigentlich fast ein Mythos. Jeder wollte unbedingt einmal, wenigstens in seinem Leben, auf diese Insel. Sommer 89. Ed, ein vom Schicksal gebeutelter Student, strandet hier. Heuert in der Gaststätte Klausner als Saisonkellner an. Er trifft auf Seelenverwandte, andere Außenseiter. Sie alle hat die Sehnsucht nach Freiheit auf dieses Eiland am äußersten Rand der DDR getrieben. Der Entschluss, auf der Insel zu leben, genügte, um voneinander das Wichtigste zu wissen und wirkte wie ein unsichtbares Band. Wer hier war, hatte das Land verlassen, ohne die Grenze zu überschreiten. Im Klausner trifft Ed auf Crusoe, den Guru der Insel. Und während Tausende in diesem Sommer die DDR verlassen, predigt Crusoe seinen Schiffbrüchigen des Lebens etwas anderes, jenseits aller Grenzen. Die innere Freiheit. Die Wurzel, die jeder in sich trägt, das ist einer seiner Ansätze, dass die Freiheit in jedem wohnt und man nur, dass es nur sehr schwer ist, dieses Erbe anzutreten. Lutz Seiler entwirft eine Utopie, die zum Scheitern verurteilt ist. Eine tiefgründige Robinsonade, bilderreich und wortgewaltig. Lutz Seiler schafft es in seinem Roman Crusoe tatsächlich die großen Geschichtslinien, nämlich Sommer 89, kurz vor der Wende in Deutschland, auf Hiddensee spielend, einerseits im Hintergrund mitlaufen zu lassen, andererseits sehr persönliche Schicksale zu beschreiben. Er schafft das vor allem, weil er sehr genau in seiner Sprache ist. Sein erster Roman als Lyriker kennt er genau die Macht von Worten.